Einen herzlichen, wunderschönen guten Hallo hier vom Eurotruck Simulator 2. Heute neben mir der Herr Brutzi. Hallo. Grüß dich, Cheffe hier. Ja, wir haben gesagt, wir spielen jetzt mal ein bisschen Multiplayer. Moment, Karte an. So. Gut, und dann fahren wir jetzt erstmal. Ich blicke mal eben kurz auf die Karte. Online sind wir ja schon. Dann würde ich sagen, fahren wir doch mal zu Stokes. Jo. Dann fahren Fährst wir du vor? Ich glaube, du musst vor, weil die Tür bei dir drüben offen ist. So, du kannst. Achso, okay, sehr schön. Falscher Gang, Sekunde. So. Rückwärtsgang. Jo. Oh, das ist ein bisschen knapp, glaube ich. Ah, geht schon. Ah. Ja, ist ja noch die No-Collision-Area. Stimmt, aber muss ja nicht sein. Eben. So, jetzt haben wir uns gedacht, wir düsen einfach mal ein bisschen Multiplayer rum. So, einmal Licht an, okay. Und ja, werden da einfach mal unser Imperium aufbauen. Ich hatte ja die ein oder andere Anfrage, ob ich im Multiplayer spiele. Und deshalb, ja, mal gucken, wie man unterwegs so alles trifft. Ja, ne? Auf jeden Fall. Den Herrn Uwemann, da müssen wir noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Ja, aber auch den kriegen wir dazu. Bestimmt. Uwe, wenn du das hier siehst, bereite dich auf den Multiplayer vor. Ja, genau. So, wir machen so, was machen wir, ein oder zwei Jobs, je nachdem, wie lange sie gehen. Achso, müssen wir hier links? Nee, oder? Weiß ich nicht, du bist der... Nee, wir müssen, glaube ich, noch eins geradeaus weiter. Ich aktiviere mal schnell hier. Ja, eins geradeaus weiter, ich sehe das Grüne von hier schon. Jo. Los. Ja, leider ist die letzte Aufnahme nichts geworden, das lag an mir. Aber heute alles umso besser. Vielleicht ja auch ohne Unfall oder so. Ja, mal gucken. Wobei ich sagen muss, dass es bei mir ein bisschen ruckelig ist gerade. Ich weiß gar nicht warum. So, dann, was haben wir denn da? Also ich hätte einmal von Nürnberg nach Felixstowe und von Nürnberg nach Mannheim. Oder? Ja, England und einmal nach Mannheim. Ja, ich hätte einmal England in Sheffield, das ist ungefähr in der Mitte. Und einmal Southampton, das ist genau im Süden. Wo musst du hin? Warte, ich schau mal eben. Na, Southampton ist, glaube ich, besser, weil Felixstowe ist genau ein bisschen weiter als das Ding. Ja, dann fahre ich nach Felixstowe. Und ich nach Southampton, ja. Genau. Ja, gibt 32.000 Öcken. Geilo. Baumstämme fahre ich. Baumstämme. Baumstämme ist ja geil. Ich habe wieder nur so einen komischen Dingshänger. Ja, besser als Leberwurst oder so, ne? Achso, ja, ich kann dir gleich mal zeigen. Der LKW, der hat sich mittlerweile ein bisschen verändert. So, Sekunde. So. Einmal ankoppeln, dann zeige ich das mal hier. Ich fahre jetzt mittlerweile wieder ein Volvo Globetrotter XL, schön lackiert hier mit der Dinosaurier-Seite. Und Brutzi fährt einen, was fährst du jetzt, ein MAN, ne? Das MAN, ja, warte, ich kann mal reingehen. Ein MAN TGX XXL. Ja, hab aber noch einen Scania in der Rückhand und... In der Rückhand? Genau, falls wir hier wieder erwarten, so einen Unfall bauen würden, dass der kaputt geht. So, dann würde ich sagen, fahr ich oder fährst du vor? Ja, fahr du vor. Okay. Du bremst mir immer so, dass ich Angst habe, dass du mir hinten reinfährst. So, Sekunde, ich muss mir hier das Navi eben ausmachen. So, jetzt ist es besser. So, im Multiplayer, da gibt es natürlich ein paar Sachen dazu zu sagen. Es ist hier auf 110 Stundenkilometer begrenzt. Von daher, ich kann nicht so fahren wie im Einzelspieler. Hier Vollgas und gib ihm. Ist vielleicht auch gut so. Ja, naja, der Verkehr ist aus, wie man sieht. Es gibt hier nur die anderen Spieler, aber selbst das führt ab und zu richtig krassen Karambolaschen. Karambolasch, ja, ist wie Köttbullar, nur halt mit Autos. Aber auch das ist schon passiert. Oh, jetzt fast das erste Schild schon mitgenommen. Ja, ist mir schon mehrmals untergekommen, dass auf der Autobahn quasi Vollsperrung war, weil einfach 3-4 LKWs ineinander gekracht sind und jo, das war natürlich dann ein bisschen spektakulär. Spektacular. Ja, aber wir fahren eigentlich immer, also mit unseren 100, da läuft ja sogar ein Fußgänger. Wir fahren eigentlich mit unseren 110 eigentlich immer ganz konstant. Genau. So, und ich stehe auf dem Gas und es geht langsam los. Oh, hast du deine Rundumleuchte an? Ja, meine ruhige, nicht so stressige wie du hast. Wieso stressig? Ja, deine ist so hektisch.
Ist er jetzt wieder aus bei mir? Ja. Okay. So, dann schauen wir, dass wir hier rauskommen. So. Innerorts ist es begrenzt auf 60. Ja, und ansonsten ist es eigentlich ganz entspannt auf den Online-Servern. Ab und zu hast du mal so einen Idiotentroll dabei, der halt meint, mit seinem Anhänger da mal die ganze Straße zu sperren. Ja, aber das ist dann so. Genau, der wird halt einfach mal von 2-3 Leuten reported und dann wird er auch gekickt vom Server. Genau. Oh. Das ist rot. Ich sehe das. Gut, wohl. Gut. So, mein Tank ist voll. Oder? Ja, meine... Oh, sehe ich gar nicht richtig. Oh. Das ist das Lenkrad dafür. Ah, das ist das Lenkrad davor. Kurz hier auf die Taste drücken. Machen wir es so. Machen wir, das hat doch an. Dann habe ich das Navi zwar doppelt, aber ja. So. Ja, Müdigkeitssimulation ist ausgeschaltet. Das gibt's hier nicht. Richtig. Genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel wie wir werden ja dann nach Großbritannien mit der Fähre oder dem Zug fahren, eins von beiden. Genau. Da vergeht die Zeit auch nicht. Also da ist dann vielleicht eine Minute oder zwei später. Denn genau. Das ist ja sehr schlecht darstellbar, wenn du jetzt hier irgendwo von Leipzig nach Frankfurt fährst und auf einmal 6 Stunden auf einen Schlag vergehen. Das ist nicht darstellbar, von daher vergeht die Zeit nicht. Genau. Wie lenkt er sich komisch? Also meiner geht jetzt wieder. Du bist falsch abgebogen übrigens. Nein, ich bin voll richtig abgebogen bei mir. Also ich soll hier aber links lang fahren. Was? Wir sollen doch... Hä? Ach, setzt du vielleicht irgendwo anders über nach England? Das könnte auch sein. Das könnte sein. Ja, dann treffen wir uns halt in England. Ja, ja. So viel zur gemeinsamen Tour. In der letzten Aufnahme, die wir gekickt haben, da hat das irgendwie besser funktioniert. Da hatten wir dieselben Anlaufziele. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass der manchmal ganz komisch lenkt, der LKW. Ich weiß auch nicht, was da los ist. In der nächsten Folge mal vielleicht mein LKW umstellen. Was wolltest du sagen? Ich wollte gerade mal fragen, ob vielleicht das Lenkrad bei dir den Winkel angepasst hat, dass du keine 900, sondern 1080 wieder hast. Das weiß ich nicht. Ich habe es auf jeden Fall ausgehabt und habe es angemacht. Oh. Ich kann es dir nicht sagen. Weil bei mir ist das so, um quasi die 1:1 Bewegung zu haben, habe ich den Lenkwinkel von 1080 auf 900 Grad runterstellen müssen. Ja, ich glaube, ich werde das auch gleich mal ändern. Einfach mal gucken, was da... Stell mal in die Option rein, wenn ich dann stehen kann. Hier kann ich jetzt gerade nicht stehen. Wieso fliegst du? Ja, ich fliege gerade. Ah, du hast also den ganz neuen LKW. Ja, den DeLorean Scania DMC. DMC, Junge. Oh, kleine Schildradarkontrolle. Was haben wir an? Ach, kack drauf. Die 500, die kriegst du locker wieder rein. Locker mit dem Auftrag. Ich weiß gar nicht, was ich bekomme. Aber ich denke mal, auch so um die 30.000 müsste ich da locker bekommen. Ja, ich habe 32, glaube ich. Das ist ja auch beschiss, wenn du geblitzt wirst, dann geht erstmal dein Navi-Fenster wieder auf. Ja, das geht auch auf, wenn du Auftragsannahme oder so hast oder in der Werkstatt bist oder so, dann geht das auch erstmal wieder hoch quasi. Okay. Aber bei mir ist es auch mal wieder zugegangen, aber ich habe es jetzt eh offen, einfach wegen Tank und Geschwindigkeit. Ja. Naja, 110. Was anders wird da auch nicht bei dir stehen wie bei mir, oder? Ja, das stimmt schon. Die Lenkung ist irgendwie komisch. Ja, England wird wieder sehr lustig zu fahren. Eigentlich haben wir gesagt, wir fahren nicht mehr nach England. Nach Lenkland, genau. Das ist nämlich das Problem. Wo lenken wir hin? Da kann ich euch schon versprechen, das wird wieder lustig. Ich habe da nämlich so leichte Probleme mit, auf die richtigen Spuren einzulenken. Aber gar nicht mal. Ja. Ich werde, sobald wir unseren Anhänger abgegeben haben, zu Brutzi rüberfahren und ich bin dann der persönliche Brutzi-Betreuer, der immer sagt, falsche Spur. Ja, genau. Ja, und wer kann das schon von sich behaupten, dass er einen persönlichen Brutzi-Betreuer hat? Ich meine, hallo. Das kann nur Brutzi. Ja, dann hat das geschafft. So, ich werde hier mal auf den Parkplatz fahren, dass ich mal kurz in die Option reingucken kann, weil wir machen das ja schon so ein bisschen realistisch. Ne? Wir bleiben ja nicht auf offener Straße stehen, auch wenn ich jetzt hier gerade mit 110 auf den Parkplatz geknallt bin. Aber... Alles gut. Hey, alles gut, Leute. Naja, dann machen wir jetzt halt mal so ein bisschen Laber-Let's Play, aber allgemein, wenn ich so angucke, mir ist bis jetzt noch kein anderer entgegengekommen. Ne? Mir auch irgendwie noch nicht, aber wir haben uns ja gesehen, also vielleicht sind die alle... Oh, Jesus. Vielleicht sind die auch alle nur am Downloaden. Es gab ja direkt jetzt eine kurze neue Version quasi und... Ja, mit dem Herbst- und Winter-Mod. Genau, vielleicht hat das was damit zu tun. Lenkempfindlichkeit.
Nee, nicht die Empfindlichkeit. Also diesen Lenkwinkel, den musst du in den eigentlichen Einstellungen vom Thrustmaster einstellen. Ja. Also in der Systemsteuerung dann auf deinem Windows-Ding, wo du... Ach, da kommt einer. Und der hupt sogar zurück. Gucken wir mal kurz raus. Dann werdet ihr ein Standbild sehen. Aber nicht, dass deine Aufnahme deswegen jetzt abkackt, ne? Nö, die läuft weiter. Das ist einfach ein Standbild okay. Für die Leute. Und ich kann hier machen... Das war die falsche. Das war das falsche Programm. Thrustmaster. Die Mädchen, die ihr da seht, sind alle über 18. Man sieht ja nichts. Nee, ist auf 900 Grad eingestellt. Also ich weiß auch nicht, warum. Was denn? So ah, da kommt... Ist. Das ist ja geil. Auf meinem kleinen Navi sehe ich jetzt die Punkte von anderen Fahrern, die waren in Blau dargestellt. Echt? Ach ja, stimmt. Ich habe dich auch gesehen. Fällt mir gerade auf. Das ist ja cool. Das ist gut, ja. Lenkempfindlichkeit. Nicht-lineare Lenkung habe ich auf ganz klein. Irgendwie lenkt er sich komisch. Ich weiß auch nicht. Aber wenn du dein Lenkrad bewegst, hast du im... Das Lenkrad dieselben Bewegungen, oder? Ja, das sieht schon 1:1 aus, würde ich sagen. Dann kommt es halt darauf an, wie, was du für ein Gewicht hinten dran hast, ne? Ja. Ich stelle die Grafik mal ein bisschen runter, nicht, dass das jetzt, weil das gerade so ein bisschen. Leggy Speggy? Ja, irgendwie war es gerade nicht so geil. Ach ja. Ich habe ja quasi. Wenn das hier rauskommt, ist es schon lange vorbei, aber am vergangenen Sonntag, von der Woche glaube ich war es, wenn das hier rauskommt, oder 2 Wochen, irgendwie sowas, habe ich ja hier die Auflösung des Gewinnspiels bekannt gegeben und ja. Total lustig, ich hatte nach den ersten paar Minuten schon meine Daumen nach unten. Warum? Ach, weil Zeron den Key nicht gewonnen hat? Nein. der Erste, der hat gleich mal nach 20 Sekunden drunter geschrieben, hey, ich bin dabei, wo ich mir gedacht habe, ach du Idiot. Guck dir doch lieber erstmal das Video an, bevor du irgendwo sagst, du bist dabei. Hauptsache mal was umsonst abstauben, ne? Ja. Und der Zweite, der hat Noise geschrieben, was denke ich mal nice heißen soll. Mhm. Und als er gemerkt hat, naja, für den Key, da hätte er mich vielleicht ein bisschen früh entdecken müssen und hätte ein anderes Video dafür gucken müssen, ist alles scheiße, er bekommt es nicht geschenkt, Daumen runter. Ja, so ist es richtig. Naja, dass die Menschheit... Das ist die heutige Gesellschaft. Ja, du schiebst mir nichts in den Arsch, dann kann ich dich nicht leiden, Affe. Genau, richtig. So ist es doch leider. So, ja. Vielleicht liegt das echt am LKW. Also ich habe das Gefühl, der lenkt einfach nicht so doll ein wie der Scania. Ich werde, sobald wir da sind, in quasi 980 Kilometern, werde ich natürlich dann den LKW wechseln. Ich hoffe, ich kann das. Kann ich? Ja, dann muss ich vielleicht... Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ja, zur Not machen wir einfach eine Leerfahrt zurück zu den Werkstätten oder nehmen irgendeinen Anhänger mit. Ja, ich glaube, das kann man nur in der Garage machen, wo man die geparkt hat. Und das wäre halt München. Das wäre natürlich dann blöd, aber also. Das sehen wir ja dann. Naja, ich würde dich ja gerne mitnehmen in meinem LKW, aber das geht ja nicht. Oh, das wäre aber richtig lustig, weißt du? Das wäre mal noch eine gute Mod, ja. Ja, wenn du sagst, hier, ich habe einen Tiefleger, park deine Karre da drauf, steig bei mir ein, ich nehme dich mit. Das wäre cool. Quasi wie so ein Autozug. Ja, genau. Ja. Ich warte ja momentan auf den American Truck Simulator. Mhm. Aber da ist ja das Veröffentlichungsdatum noch nicht bekannt. Oder umfährt wieder einer? Noch nicht bekannt? Nee, noch nicht bekannt. Das wird erst noch bekannt gegeben. Ich habe aber auch schon eine Mod gesehen für den normalen jetzt. Auch mit LKWs, die so eine Schnauze vorne dran haben. Zwar etwas kürzer wie normal, aber war eine Schnauze vorne dran. Ja, aber es ist fraglich, ob das dann im Multiplayer funktioniert, ne? Ja, gut, das ist richtig. Und vor allem, was sie da im American Truck Simulator noch mit eingefügt haben, sind die Polizisten. Das wollen sie dann, also alles, was die an Neuerungen im American Truck Simulator mit reinbringen, wollen sie in European Truck Simulator auch mit reinhauen, ne? Okay. Wie zum Beispiel die Polizei. Mhm. Dass, wenn du jetzt zum Beispiel hier Vollgas an dem Bullen vorbei, an der Polizei vorbei heizt, dann machen die erstmal die Sirene an, halten dich an und dann bekommst du erstmal schön fett Strafe. So, ich muss jetzt auch gerade mal wieder UFO den Stachel reinhauen, weil ich sehe, dass das Aufnahmeprogramm nicht wieder umgesprungen ist. Oh oh. Ja, mal kurz gucken. Weil eigentlich soll es ja das Spiel aufnehmen. Hat er auch. So, gucken. Nee, will er nicht. Will er nicht? Nee, will er nicht. Oh je. Grauer Bildschirm. So. Dann machen wir jetzt trotzdem weiter. Die Folge läuft jetzt einfach bei dir weiter. Okay.
Ich werde die bei mir so schneiden und dann werden wir mal gucken. Dann, wenn wir da sind, machen wir kurz einen Break und dann können die Leute bei mir auch wieder mit zugucken. Jo. Und dann ist das halt jetzt so. Gibt es bei mir halt so einen kleinen Ausschnitt. Ich verstehe sowieso nicht, warum der so komisch lenkt, der LKW. Das ist. Wie gesagt, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist das. Oder die haben ja echt alle unterschiedliche Lenkeigenschaften. Wenn ich gucke, wie schnell mein Volvo hier umkippt. Naja, das stimmt wohl. Das hätte man ja in der letzten Aufnahmesession sehen können. Da hätte ich ihn dreimal beinahe weggeschmissen, habe aber immer wieder gefangen. Ja. Das sah bestimmt mega lustig aus, weil Brutzi war hinter mir und dann war ich nur noch auf zwei Rädern. Alter! Was ist denn jetzt los? Das war hier gerade auf der Landstraße, bin ich runter. Und dann kommt einer angeschossen wie so ein Bekloppter und quetscht sich zwischen mir und noch einem LKW durch. Und kam mir frontal entgegengeschossen und wollte den halt noch überholen, ey. Was für ein Assi, ey. Wie im echten Leben. Ja, wie im echten Leben, du sagst es. Ah, der lenkt sich ganz, 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 ganz eklig. Naja, dann musst du wohl wieder auf den Scania wechseln. Ja, ich bin auch kurz davor, das Ding abzubrechen. Auf den Scania zu wechseln, da nach oben zu dir zu kommen und dann quasi weiterzumachen. Okay. Ja. Ich glaube, das werde ich so machen. Das macht keinen Spaß. Na, außer zu spät. Möchtest. Na gut. Außer ich möchte was? Ich dachte, dass du vielleicht die Aufnahme abbrechen möchtest, dein ganzes Zeug einstellen möchtest, so dass alles wieder gut ist und dann machen wir in England quasi die nächste Session von neuem. Das ist ja jetzt auch nervig. Wir wollen doch jetzt endlich mal spielen. Ja, ich fahre ja die ganze Zeit. Ja. Naja, ich kann ja auch weiter bei dir quatschen, also so ist es ja nicht. Okay, naja, dann wird das halt so eine, ja, dann kommt bei dir halt eine Woche später dann erst der Stuff. Genau. Und wir quatschen jetzt einfach mal. Du bist aber relativ leise geworden gerade. Ja, ich bin auch gerade nicht mehr hinter meinem Mikro, sondern kurz davor, weil ich immer ein bisschen umgreifen muss. Also. Dass mit meinem Lenkrad nicht so klappt. Jetzt müsstest du mich ja wieder hören. Jo, jetzt bist du wieder voll da. Siehste, sag ich doch. So. LKW-Manager, wo kann man den jetzt wechseln? LKW-Manager. Bin ich mal gespannt. Ich hatte auch noch nie die Ehre, dass ich zwei LKWs hatte. So, jetzt bin ich im Scania. Und hoffe, dass der sich normal lenkt. Naja, wenn nicht, dann steckt irgendwo was anders im Argen. Ja. So, gucken wir mal. Ja, Freunde, das ist doch mal hier angenehm leer auf der Autobahn. So könnte es immer sein. Die einzige Gefahr, die du hier quasi hast, sind die Kurven. Ja. So, jetzt kann ich dann gerade mal das. Appell, weil es geht ja eigentlich nur noch darum, dass du mich hörst und ich muss ja jetzt nicht aufnehmen und dann. Na, außer du schneidest und machst ab jetzt weiter. Das könnte ich auch machen. Ja, dann müsste ich aber auch nach England fahren. Dann sehen sie halt, wie ich leer nach England fahre, was auch. Dann gibt ja auch Erfahrungspunkte. Richtig. Aber er schaltet nicht um, ich weiß nicht warum. Da musst du wahrscheinlich das ganze Programm nochmal beenden, oder? Ja, werde ich machen. Beende das mal kurz, fahr du einfach weiter. Jo. Die Leute können dann vielleicht bei mir dann noch den Rest der Folge sehen. Je nachdem. Ach ja. Das neue Need for Speed soll doch jetzt irgendwann demnächst rauskommen, oder? Ist das nicht schon draußen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, echt nicht. Ich weiß es gerade auch nicht. Also ich vorbestellen wollte ich es mir nicht. Mhm. Aber ich habe neulich mal Werbung für gesehen und das soll ja echt wieder so in Richtung Underground gehen, also in die Anfangszeiten, wo du echt alles tunen kannst und optimieren und sonst was. Ja. Und da habe ich mir gedacht, no, da könntest du dann mal wieder schön Need for Speed spielen, weil ich hatte auch eine Anfrage, ob ich das neue Need for Speed mit dem Lenkrad dann spiele. Mhm. Und das kommt darauf an, weil Need for Speed ist ja nicht besonders für seinen realistischen, für sein realistisches Fahrverhalten bekannt, sondern eher dafür, dass ein Arcade-Game ist. Ja. Und für ein Arcade-Game, da brauche ich kein Lenkrad. Dann nehme ich mir ein Joypad und dann ist gut. Das ist richtig. So, jetzt habe ich das Spiel neu gestartet und jetzt scheint es zu klappen. Sehr schön. So, dann Spiel fortsetzen. Und dann schaue ich, dass ich nach dahin komme, wo du jetzt auch hinfährst. Jo, weißt du noch wo? Ja, das finde ich. Das ist ja fast da, wo man anlandet, sage ich mal. Genau, und dann ein Stückchen nach Norden. Genau. Felixstowe.
War ich noch gar nicht. Ich auch nicht. Auf jeden Fall kommt er darauf an. Ich hatte mal versucht, dass ich die früheren Need for Speed-Teile mit dem Lenkrad fahre. Mhm. Weil Need for Speed hatte ja auch mal hier so eine Art Driving Simulation rausgebracht. Wie hieß denn das? Das war das. Oh Gott. Weiß nicht, welches das sein könnte. Tut mir leid. Komme ich jetzt nicht auf den Namen, aber sie haben es zumindest versucht, dass sie eine rausbringen. Mhm. Und im Endeffekt funktioniert das Lenkrad da exakt eine Minute und danach möchte es das nicht mehr. Ach, ist auch bitter. Du hast da zwar alle möglichen Lenkräder drin von Logitech, die du verwenden kannst, aber wenn du dann quasi ein optimiertes Lenkrad einstellen möchtest, benutzerdefiniert, ja. Stellst du dir alles ein und danach kackt es ab. Mhm. Das ist auch nicht so schön. Vom Thrustmaster hast du eigentlich nur dieses Porsche-Lenkrad mit drin. Mhm. Wobei ich sagen muss, ach hallo, Herr LKW, dieses Porsche-Lenkrad, mich hat das überhaupt nicht angesprochen, das sah einfach nur scheiße aus. Okay. Mit so Kunstleder auch, ne? Mit so Alcantara-Leder, glaube ich. Ja, in Holzoptik oder sowas war das. Also total, bäh. Hm. Also überhaupt nichts für mich. Ja. Ja, so Freunde, ihr seid bei mir wieder mit dabei. Wir machen jetzt eine Leerfahrt nach Flixstow, nachdem ich gerade ein paar Probleme hatte. Und der Scania lenkt sich aber auch wesentlich besser. Und hat auch mehr Power. Mehr PS und mehr Drehmoment. Jawollo. Echt? Im Vergleich zum MAN hat er mehr? Ja, ja. Was hat der so? Ach, gute Frage. Kann ich jetzt so nicht sagen, weil ich nicht ins Menü komme. Aber er hat, ich glaube, der MAN hat 580 und der Scania 630 und 3000 Newtonmeter und der MAN hat 2,8 oder so. Irgendwie so. Okay. Ich weiß es nicht. War auf jeden Fall schon ein Unterschied. Aber jetzt lenkt er sich auch wieder besser, glaube ich. Ja. Sehr schön. So, ich bin mit 110 unterwegs auf der Autobahn. Ja, ich. Wie war nochmal Tempomat eigentlich? Oh, das kann ich dir nicht sagen. Den habe ich bei mir komplett deaktiviert. Ja, ich stehe auch einfach drauf. Ist in Ordnung. So, ich bin noch in Deutschland. Ja, ich habe auch nur noch 1180 Kilometer vor mir. Oh, ich weiß gar nicht, wie weit ich noch habe. Warte mal, da gucken wir mal schnell. Wir haben noch 572 Kilometer vor uns. Ja, ohne Fähre, ne? Also da. Ja. Richtig, naja, die Fähre, was sind das? 200 Kilometer vielleicht? Oh, keine Ahnung, ich weiß nicht. Weil so breit ist ja hier der Kollege nicht nach England. Der Kollege. Ja, der Kollege Wasser. Der Kollege Ärmelkanal, meinst du? Ja, genau, der. Hä, war das nicht Themse? Ah nee, das war ja in England. Oh, schön mit 110 den Berg rauf hier. Da kommt einer entgegen. Grüße. Hallo. Einfach mal hier so schön aus dem Fenster. Genau. Schön erstmal anspucken. So, mal gucken. Vielleicht schaffen wir den Auftrag noch innerhalb der Folge. Würde mich freuen. Ja. Ne? Ich drück die Daumen. Ja, und ich drück das Gas. Und ich auch. Wie gesagt, schnell wie 110 kann man hier nicht, weil sonst wären wir wahrscheinlich schon fast da. Ja, gut, das ist ja auch eigentlich ganz gut so, weil wenn man immer schneller kann und du so fahren dürftest wie im Singleplayer, das wäre natürlich. Heieiei. Das wäre natürlich für alle anderen sehr deprimierend, wenn sie mal einen Staub schlucken müssen. Ja, ab und zu auch den Staub, den ich erzeuge, wenn ich auf der Seite liege. Oh, ich bin im Ausland? Ach ja, passt schon. So, wie weit kommen wir noch? Ein bisschen was über 1000 Kilometer kommen wir noch mit dem Tank. Bin mal gespannt. So, hier dürfte mir jetzt. Aber das ist ganz gut, da kannst du vor Kurven abschätzen, ob du die Kurve schnell nimmst oder langsam, weil dann siehst du ja den blauen Punkt, der auf dich zukommt. Ja, genau. Wobei das ja eigentlich auch schon wieder gegen den Realismus ist. Eigentlich ist es gar nicht so schön. Ich habe es nämlich auch schon gemacht. Ist mir nämlich gerade in der Stadt aufgefallen. Habe ich geguckt, kommt da einer? Nö, bin ich einfach über die Ampel geknallt. Ich sag mal, prinzipiell, von der Technik her wäre es ja möglich, weil jeder LKW hat ja diese Maut-Elektronik-Erfassung. Mhm. So, wenn du das jetzt noch irgendwie so programmieren kannst, dass das ein Signal an dieses Navigationsgedöns sendet, dann ist doch eigentlich möglich, dass du da. Ui. Ja. Ist er wieder umgekippt?
Nein, ich glaube, ich schramm hier gerade an der Lampe lang, oder? Okay. Ja, ich habe ein Schild mitgenommen, verdammt. Dann schauen wir schnell den Schadensbericht. Oh, ich sollte vielleicht auch auf die Straße gucken, wenn ich den Schadensbericht angucke. 1%, aber den habe ich mir gerade erst geholt, als ich... Hat er hart arbeitet. Ja, nach dem Schadensbericht geguckt habe, habe ich mir Schaden geholt. Scheiße. So, da vor mir fährt einer, den werde ich dann gleich mal ganz gediegen überholen. Bin ich das? Nee, na, ich denke nicht. Ich habe noch über 1000 Kilometer. Ach so. Ja. Denke nicht, dass du das bist. Naja, so ein LKW-Rennen dauert ja auch schon mal so seine 400-500 Kilometer, bis da der zweite Laster an dem ersten vorbeigezogen ist. Ja, das ist richtig. Könnte ich mal ausrasten und mir wünschen, dass Alpha Raketenwerfer steht auf der Gangschaltung. So, Freunde, der Uwe, der wollte ja auch mal nach England. Der hätte eigentlich bei uns direkt mitfahren können. Ja, der macht ja nicht geplant war, aber... Der macht ja momentan GTA 5, habe ich gesehen, online. Ja. Sehr geil. Da ja, ich habe die Folge noch nicht ganz gesehen. Ich habe erstmal die Charaktererstellung geguckt. Also. Ja. Na, bei der Charaktererstellung, da habe ich ein bisschen vorgespult, weil die Charaktererstellung ist eigentlich immer so ein bisschen Nonsens für mich. Ja, aber es ist lustig, wie er sich da beömmelt über die Eltern und so. Das ist ja, das ja, gut. Das habe ich mir auch angeguckt. Ja. Oh Gott, wen gebe ich denn da, so einen gruseligen? Na, auf jeden Fall, da habe ich mir gedacht, hey, lass die doch mal in die Crew holen, weißt du? Ja. Hier in die CRLA. Genau. CLRA, doch stimmt, Crystal Light Aerobics. Ja, genau. Ach ja. Ja, dann müssen wir mal mit ihm so ein bisschen um die Häuser ziehen in GTA Online. Gibt jetzt schon wieder einige neue Sachen. Müsste man eigentlich auch mal wieder reinschauen. Ja, na, ich habe ja mit ihm mal kurz gequatscht. Ich hätte mit ihm eigentlich eine Aufnahme gemacht am vergangenen Tag. Aber der war dann leider zu fertig und ist dann pennen gegangen. Dann war es das. Ärgerlich. Weil ansonsten hätte ich gesagt, man macht erstmal so eine kleine Crew-Sitzung, wo nur wir wirklich drin sind. Ja. Und dann quasi so eine Art Tutorial. Erstmal so die Basics. Und ja, ein bisschen Rennen fahren und so. Oder? Ja, genau. Hier so ein paar Jobs dann. Das wäre genau das Richtige, so um reinzukommen. Und wenn er dann fit ist, dann gehen wir steil. Wie mit Quitschi ja. Damals und Co. KG. Ja, genau. Wer es noch nicht kennt, müsste mal bei Brutzi... Hast du es auch rausgebracht? Ja, ne? Oh, weiß ich gar nicht. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Aber auf jeden Fall beim Shadow hat das. Ja, genau. Da haben wir, ich glaube, pro Tag haben wir so eine 5-Stunden-Session GTA aufgenommen und dann so ein Best-of gemacht. Ja. Und da gibt es halt alles von, wir machen einen Ausflug zum Pier oder wir fahren einfach mal einen ganzen Tag Rennen oder wir machen so Random-Missionen. Genau. Ist immer ganz, ist echt empfehlenswert, kann man viel lachen. Auf jeden Fall. Wir haben auch viel gelacht. Oh ja, definitiv. Sehr, sehr viel. Ja. Ecke, ich mach mir gerade meinen Charakter. Richtig. So, ich werde jetzt gerade geblitzt, glaube ich. Ja. Also, an dieser Stelle, ich weiß gar nicht, ob Quitschi und Co. hier zugucken. Grüße an dieser Stelle an die alte Crew. An die Crew, genau. Oh ja. Aber ich glaube, viele sind in Ark irgendwo versumpft. Ja, ich glaube, es hat einige nach Ark gezogen. Und ja. Leider, leider. Wobei, es ist ja auch ein geiles Spiel, ich kann es ja verstehen. Ich meine, wir haben es ja auch gezockt und ja, durchaus. Jetzt ja auch erstmal zeitweise nur unterbrochen. Ist ja gar nicht für immer, würde ich sagen. Sondern genau, solange bis halt hier ein bisschen die Updates für die Server draußen sind, dass man sagen kann, alles klar, ich kann jetzt offline gehen, wenn keiner auf dem Server ist, dann vergammelt mir das Fleisch nicht und so weiter. Das wäre schon ganz cool. Ja. Ich meine, muss nicht fest sein, weil das ist ja ein Teil von dem Spiel, was es ausmacht, so von wegen, die Welt lebt weiter, auch wenn ich nicht da bin. Genau. Aber dass man zumindest einstellen könnte, so von wegen, hey, ich habe keinen... Oh, Alter, sind da vorne viele Punkte. Unfall oder was? Nee, ich wäre beinahe gegen die Wand gefahren oder hätten umgeschmissen oder irgendwas. Irgendwas wäre bestimmt passiert. Oh, guck mal, Punkte. Oh. Ja, ich lasse mich doch so gerne so leicht ablenken. Ja, oh ja. So, hier, ob ich den noch kriege? Wow, ein Türke! Ich liefere mir hier gerade ein Rennen mit einem. Okay. Wow, bleib du schön auf deiner Spur, dann bleib ich auf meiner Spur. Oh, jawohl, zieh vorbei. Was macht denn der? Fahr ich wie ein Besoffener? Nee, weil der wechselt immer Standstreifen und seine Spur. Ja, vielleicht macht man das in der Türkei so. Ich meine, das wissen wir ja nicht. Ja, stimmt, ich bin noch nie LKW gefahren in der Türkei. Auch noch nie mit dem Auto. Ich besitze ja keinen eigenen LKW. Ja. Also, zumindest nicht offline. Ja, also in echt und in Real Life und so. Real Leben und
Farbe und bunt. Ja, und mit Color und so. Der verfolgt mich. Ich bin, mal gespannt, was er sagt, wenn ich hier Vollbremsung mache. So UFO-Style. Schön den Anker werfen. Ja, weil ich einfach mal hier die Gegend dann angucke. Nee, aber irgendwann muss ich ja abbiegen und dann kommt mir, glaube ich, mein Luftdruckbremssystem zugute. Oh ja. Das, was ein UFO eigentlich immer nur nervt, aber... Ja, ist halt eine Sicherheitseinrichtung, ne? Kann man nichts dagegen machen. Habe ich ja mal versucht in meinem... Wow, 120! Uey. Ole, ole, bergab. Ja, und mit jetzt geht's wieder berghoch. Also versucht ihm zu erklären, wie das funktioniert, glaube ich, ne? Habe ich gelesen, den Kommentar. Ja, einmal das und im Singleplayer, da habe ich es auch mal angesprochen. So ein bisschen Technik vom LKW. Oh, ich bin Drosserdam. Schön. Ja, weil ich habe mir gedacht, ne, kannst du ja mal so ein bisschen, wenn du schon mal, ein bisschen was vom LKW weißt, dann kannst du auch ein bisschen dein Wissen teilen mit den Leuten. Ja, das ist richtig. Was so, mich ein Let's Play soll ja auch immer eine bildende Aufgabe haben, ne? Nicht nur unterhalten, sondern auch bilden. Wir haben einen Bildungsauftrag. Ja, genau, vom Internationalen Institut der Bildologie. Ja, genau, Bildologo. Wir sind sogenannte Bildologen. Alter, was hier schon wieder los ist? Fähre, ne? Ja, ja, Alter, ein Unfall, way! Bist du auch reingefahren, oder was? Nee, nee, das war auf der anderen Spur. Hättest du hupen müssen. Ja, hab ich ja. Jawohl. Oh, da kommt einer. Hast du quasi noch hart ausgelacht dafür, dass sie einen Unfall gebaut haben. Komm, wechsel die Spur, mein Großer. Hat er jetzt gebremst? Auch cool. So, ich weiß gar nicht genau, wo ich gerade bin. Aber auf jeden Fall habe ich noch 880 Kilometer. Oh, Alter, war das laut. Was denn? War ein Hupe oder wie? Ja, ja, mich hat irgend so ein Typ angehupt. Straßburg ist in der Nähe. Straßburg? Oh, dann kommst du relativ weit oben rüber, oder? Weiß ich nicht. Ich habe einfach dein Felix so geklickt und da fahre ich jetzt lang nach Navi. Okay. Ja. Ja, dann kommst du hier in Normandie mal schnell rüber, oder? Ich bin jetzt gerade in Franzhackenland, glaube ich, ja. Mhm. Oder gleich zumindest. Dann muss ich wieder Sicherheitsvorkehrungen treffen. Jalousien drunter. Genau. Oh. So. Ui. Da war die Spur. Abbiegerspur. Da wird es auf einmal hier einspurig. Ich glaub's ja nicht. Wo? Bremsen? Mannheim! Mannheim! Mann? Ja, Mannheim! So, ich trau mich gerade nicht, so wie im echten Leben, beim Fahren meine Flasche aufzumachen. Im echten Leben traue ich mich das beim Fahren, aber jetzt gerade irgendwie nicht so. Naja, weil, also bei mir zumindest ist das Lenkrad nicht so fest wie im echten Leben. Ja, das ist richtig. Und vor allen Dingen ist es auch kleiner und viel höher als im echten Leben. Na, bei mir nicht. Also ich habe... Das schaut mega lustig aus. Ich habe mein Lenkrad auf dem Schoß stehen. Oh Gott, das könnte ich ja nicht. Oh! Kaputt. Bastard! Was hat der denn gemacht? Was denn? Was ist denn los? Ach, mir hat einer die Vorfahrt geklaut. Ah. Dann habe ich ihn ausgehupt. Komme ich jetzt hier lang? Nee, ich muss noch ein Stück zurück. Oh Mord. Und dann? Aber er ist... Unbeeindruckt ist er einfach weitergefahren, hat mich aber nicht gejuckt, dann hat er wohl gebremst und da ist sein komplettes Hinterteil erstmal abgehoben. Sah lustig aus. So, erstmal hier Truckerverpflegung, schön lecker, die Mettkanne, ein Kinderriegel. Jawohl. Ja, komm, nimm die Maut. So, ich werde gleich mal den Ingame-Sound noch ein bisschen hochstellen, ich finde, der ist recht leise. Mal kurz anhalten. Im Multiplayer kann man nämlich eigentlich fast alles nur machen, wenn man steht. Das ist eigentlich auch ganz gut so, weil es recht realistisch ist, sag ich mal. Und ja. So, ich habe gerade mal hier um meinen LKW rumgeguckt. Es ist nämlich von äußerster Wichtigkeit, dass man guckt, bevor man rausfährt, ob da noch irgendein anderer steht. Denn sonst kann es nämlich passieren, dass man ineinander backt und permanent Schaden bekommt. Das ist richtig. Total affig. Das ist mir auch schon mal passiert und dann rupft man die ganze Zeit rum. Boah, jetzt hast du mir Hunger gemacht, ne? Jetzt muss ich meine Haribos auspacken. So, wie wir sehen, wir sind in England. Wir nutzen die linke Spur. Ole, ole! England, England.
Na, ich bin auf dem Weg. Alter, wie soll man hier... Okay, ich sag schon gar nicht mehr. Ich habe gerade einen Blitzer gesehen, habe mir gedacht, hä, wie soll man hier auf Geschwindigkeit kommen? Und zack, habe ich zahlen dürfen. Oh, Kreisverkehr. Das ist auch mal was anderes, im Uhrzeigersinn in einem Kreisverkehr zu fahren. Oh Gott. Ich habe jetzt schon wieder Angst davor. Vor allem, ich frage mich eh, normalerweise bei uns geht ja immer alles im Uhrzeigersinn, wenn du Schrauben zumachst, die Uhr, alles mögliche. Außer die Kreisverkehre, die gehen ja bei uns gegen den Uhrzeigersinn. Warum? Ich meine, klar, im Endeffekt wegen der Position des Fahrers im Auto. Aber ja. Wieso hat man nicht alles anders gemacht? Weil anders ist. Ja, weil einfach ist und anders einfach anders. Genau. Und die Menschen haben Angst vor Veränderungen. Mhm. Und oh, ich sehe gerade, wow. Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Ich schaue mal eben schnell, wie viele Kilometer haben wir noch? Ach, 70 Kilometer. Das reiße ich noch schnell runter, Freunde. Ja. Weil ansonsten wären wir nämlich schon in der nächsten Aufnahme. Mhm. Dann gibt es heute mal Überlänge mit England. Mit England. Überlänge England. Ja. England hat Überlänge. Das klingt falsch. Ja, es klingt auch falsch, weil es nicht stimmt. England hat nie Überlänge. England hat Minztee. Earl Grey. halt da lang. Ich bin ein Sir. Warte mal, irgendwas mit Earl Grey? Earl Grey? Ach genau, hier. Earl Grey ist der berühmteste Schwanztee, ne? Was? Na hier bei richtiger Aussprache. Ach so. Weiß ich jetzt nicht. Nicht? Also Leute, nee. Müsst ihr mal gucken, wenn er richtige Aussprache... Nee, korrekte Aussprache oder genau. Luxan Wunder heißt er. Der genau. Kanal. Wenn er da mal drauf geht, also da könnt ihr euch beäumeln. Ich meine, irgendwie merkt man, dass es eine Franzackin ist, ne? Also wenn sie hier mit ihren Sionge, was weiß ich, ja, Französisch kommt, da merkst du, es ist... So lernen die Deutsch die Leute, ne? Also da fasst sie dir schon an den Kopf und da musst du dich wundern, dass die hier lustig. So reden. Ja. Und da gibt es halt auch den Earl Grey, den berühmtesten schwarzen Schwanztee oder sowas. Habe ich mich beäumelt vor Lachen, ohne Witz. Tickets Taxi. Ja, genau. Gyros und seine Freunde tanzen den ganzen Tag Tickets Taxi. Ja. Ja. Der Blubberbläs. Blubberbläs. Dorsch, Barsch und Karpfen spielen die Hauptrolle in der Blubberbläs. Dabei war es die Boyabees. Ja, richtig. Oder der Legasthenie. Der Legastheniker. Oh ja. Oh, ich glaube, hier muss ich runter. So, ich bin unterwegs, noch 700 Kilometer. Ah. Na, ich denke mal, in der nächsten Aufnahmesession wird Brutzi dann erst zu uns stoßen. Also bei uns sein. Ich denke, wir fangen an, wenn ich dann da bin. Ja, genau. Mhm. Wow, nicht umwerfen, aber schön durchgekommen. Schönes Ding. Mach den Blinker jetzt aus hier. Kriege ich noch Aggression. Ist aber voll ungewohnt, dass du dann gleich mal auf die linke Spur ziehen musst, ne? Sobald es zweispurig ist. Oh mein Gott. So, jetzt fahren wir einfach mal einhändig hier. Arm aus dem Fenster. Oh, riechst du das? Frittierte Snickers. Riechst du das? Frittierte Snickers. Du musst in Dänemark sein. Nein, die Engländer, die frittieren Snickers. Ohne Scheiß, die frittieren alles. Ich dachte, das sind die Dänen. Nee, da gab es hier mal so eine Doku über England und Fressgewohnheiten. Echt, oder? Ja, widerlich. Oh, was ist denn da drüben los? Moment, da halten wir mal an. Oh, ich bin jetzt hier fast in Brüssel. Leute, haltet euch von Belgien fern. Sekunde, das muss ich mal erst... Fahren die jetzt weiter? Was machen die denn da? Ach, okay. Alles klar. Ach, okay. Ich fahre einfach durch. Nee, das... Oh, ich bin in Flexi-Stow oder sowas. Nee, Felix-Stow. Mit Leberwurst oder... Oh, was transportiere ich eigentlich? Uwe hat es auch immer vergessen. Kaum, dass er vom Hof ist, weiß er nicht mehr, was er fährt. Oder kaum, dass er vom Hof ist, weiß er nicht mehr, wo sein Anhänger steht und ob er den Auftrag schon angenommen hat. Also, es ist so geil. Nee, ich wusste von Anfang an nicht, was ich fahre. Aber jetzt weiß ich es. LKW-Felgen. Siehst du? Ich hatte Baumstämme.
bis ich hier das abgebrochen habe und gesagt habe, bring deinen Scheiß alleine nach England. Genau, hier ist den Gürtel. Richtig. Legend hier um. böse. Und zieh dir unterwegs mal schön gemütlich hier einen Snickers rein, frittierterweise. Ja. Kreisverkehr. Frittierte Snickers, das lässt ihn nicht los. Der Shadow träumt heute Nacht von frittierten... Oh, lecker. Scheiße, ich bin falsch abgebogen. Oh, ich hätte aber auch Bock auf frittierte Snickers. So, da muss ich jetzt mal... Wow, ein bisschen über den Bordstein, damit ich hier die Kante nicht mitnehme. Aber hat geklappt. Sehr schön. Puh, das ist schon wieder aufregend hier. Wahnsinn, die Spannung steigt. Oh ja. So, jetzt sind wir richtig abgebogen. Naja, Wendekreis wie ein LKW mit Hänger, das Ding. Ja, könnte ein LKW mit Hänger sein. Ah, vielleicht. So, aber hier muss ich jetzt dann gleich irgendwo links abbiegen. Da vorne. Und dann bin ich auch schon da. So, dann packen wir gleich mal ein. Hier ist nur Collision Zone, drum kann ich durch den Kumpel durchfahren. So, der schaut mir jetzt bestimmt zu, wie ich hier einparke. Oh Gott, ich bin nervös. Ich habe mal probiert, GTA Online mit dem Lenkrad im Auto zu fahren, aber er erkennt leider das Lenkrad als Controller nicht an. Ah, schade. Also es geht leider nicht. Das wäre cool gewesen, aber ich weiß nicht, wie es gehen soll. Das geht leider nicht. Zumindest nicht aus dem Standardding einfach heraus ins Auto einsteigen und losfahren. Das geht leider nicht. Ach Mist. Scheiße. Was denn? Ich dachte gerade, mir ist der LKW abgesoffen. Ach nee, so. Ich hatte gerade Park Position und dann hat er sie doch nicht mehr erkannt. Hm. Abgesoffen? Der kann aber nicht absaugen. Ich weiß nicht, ich hab den Motor zumindest gerade nicht gehört. Achso. Das ist doch Automatik, weißt? So, dann koppeln wir eine Runde ab. So, das sieht aus, als ob das Wetter schlechter wird. So Regenwolken und so. Könnte sein, dass ich nach England komme langsam. 1000 Mäuse abgezogen. Jawohl, für was denn? Für ein bisschen Schaden. Die Affen. Diese Affen. Insel. Wo bist du denn ungefähr? Vielleicht kann ich ja hinkommen. Ich fahre jetzt mal schnell aus der Parklücke raus. 570 Kilometer noch. Bleib da stehen. Wir machen in der nächsten Folge zusammen wieder los. Das ist doch gut. Okay. Nur gut, Freunde. Dann danke ich fürs Einschalten. Schalt auch... Du nimmst gerade auf, oder? Ja, ihr könnt auch bei mir reinschalten. Das wollte er nämlich sagen. Ja, genau. Schalt mal bei Britzi mit ein und dann sehen wir uns bei der nächsten Tour. Tschüssi. Tschüss.